Hallo Trader und Investoren, in diesem Video wollen wir darauf eingehen, Zinsen und Inflation, nämlich der Einfluss von Inflation und steigender Inflation als auch steigender Inflationserwartung und Zinsanstiegen historisch betrachtet auf Aktien. Warum? Wir brauchen einen Guide, einen Anhaltspunkt, wie wir den zuletzt erfahrenen Aktienabverkauf im Zusammenhang setzen können mit Zinsen und Inflation als Anhaltspunkt, und am Ende möchten wir auf drei mögliche Trade-Opportunitäten eingehen. Darf dazu aber sagen, dass ich offiziell kein Trading-Advice geben kann oder darf. Zudem können wir in vielen Finanzprodukten mehr verlieren, als wir einzahlen, deshalb dieser Risikohinweis, und wie immer Copyright ist in effect. Ziel dieses heutigen Videos ist es, wie gesagt, eine Einführung in das Thema Inflation und Inflationserwartungen zu geben, um zu verdeutlichen, wie die Aktienmärkte in der Historie auf diese Einflussfaktoren reagiert haben. Dabei gehen wir nun auf folgende Punkte und deren Auswirkungen auf Aktien ein: der Anstieg in der Inflationsrate und in Inflationserwartungen, wie wir sie zuletzt gesehen haben, als auch der zuletzt gesehene Anstieg der Zinsen. Wie immer habe ich ein signifikantes Auge auf den US-Markt. Warum? Der US-Markt ist immer noch die wichtigste Volkswirtschaft der Welt, wird derweil abgelöst von China, ist aber ein offener Markt, und wenn die USA hüsteln, hat die Welt die Grippe. So, am Ende des Vortrages werden diese Zusammenhänge klar sein und erlauben uns, wachsam die kommenden Entwicklungen in diesen Märkten zu beobachten und mit den angesprochenen Opportunitäten oder denen, die Sie oder du selber herausarbeiten, damit Geld zu verdienen. Inflation. Wie ist eigentlich die Definition von Inflation? Inflation ist der Vorgang, dass Preise immer weiter steigen und der Wert des Geldes immer geringer wird. Ich hatte diese Woche ein einstündiges Ausbildungsvideo für meine Trader produziert, wo es nur um das Thema Inflation und Inflationserwartung geht und wie wir diese sauber traden können. Hervorragende makroökonomische Trades kommen daraus, die auch Berufstätige langfristig, weil sie über Wochen und Monate laufen, mit sehr, sehr hohen Renditen absolvieren können. So, in diesem Zusammenhang sprechen wir also über die Abwertung des Geldes. Übrigens, seit der Abschaffung des Bretton Woods-Aktes ist der amerikanische Dollar in seiner Kaufkraft um über 90% gefallen. Ziel einer jeden westlichen Zentralbank, hier ist das Beispiel die EZB genannt, kann man auf der EZB-Seite nachlesen. Das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. EZB aufgebaut auf der Bundesbank. Bundesbank in ihrer Historie noch Hyperinflation miterlebt, bedeutet, beziehungsweise noch geschockt gewesen von der erlebten Hyperinflation auf deutschem Boden, sage ich es lieber so, ist die EZB auf den Grundstrukturen der Bundesbank aufgesetzt worden. Also Preisstabilität, die Angst vor Inflation, aber auch neuerdings Deflation treibt unsere westlichen Zentralbanken um. Die Europäische Zentralbank hat ein optimales Inflationsniveau von nahe bei, aber unterhalb von 2% pro Jahr definiert, wie auch die Bank of Japan, wie auch die Fed und einige weitere. Hauptaufgabe ist es somit, die Kaufkraft des Euros zu gewährleisten, damit für Preisstabilität im Euroraum zu sorgen. Wichtig: je stärker ein Wirtschaftswachstum einer jeweiligen Volkswirtschaft, je höher sind aber auch die Inflationsgefahren. Das als Grundlage für die folgenden Folien. Zusammenhänge, das dürfen wir wissen, das sind Grundzüge, die im VWL-Studium vermittelt werden. Je niedriger das allgemeine Zinsniveau, desto stärker die Kreditaufnahme von Unternehmen und Privatpersonen, desto stärker die Investitionstätigkeit und der Konsum, desto stärker das Wirtschaftswachstum. Ich sage es immer wieder im Seminar, unsere westliche Welt basiert das Wirtschaftswachstum auf Kreditwachstum. Und was wir in Japan gesehen hatten, aber auch in der Global Financial Crisis 2008, war, dass der Konsument und die Unternehmen sich nicht weiter verschuldet haben. Und somit tritt der Staat ein, um dieses Verschuldungswachstum für uns mit zu übernehmen. Ist das gut? Nein, hat aber das globale Finanzsystem gerettet.
Vermeintlich. So, nächster Grundzug. Je höher das allgemeine Zinsniveau, desto geringer die Kreditaufnahme von Unternehmen und Privatpersonen, desto geringer die Investitionstätigkeit und der Konsum, desto geringer das Wirtschaftswachstum. Ist auch völlig klar, der junge Zeitsoldat, der jetzt hingeht und bei seiner Postbank ein höheres Zinsniveau zahlen muss für seinen neuen 1er BMW, wird sich diesen nicht kaufen, weil die monatliche Belastung von seinem Wehrsold dann doch zu groß zu Buche schreitet. Als lapidares Beispiel. Ja? Oder das junge Ehepaar, was ein Baby plant und in einer Wohnung wohnt, Mietwohnung, geht zur Bank und sieht, dass die Hypothekenkredite jetzt teurer geworden sind. Aha, Schatz, dann muss ich doch warten, bis ich befördert werde, bevor wir uns eine eigene Wohnung und unsere eigenen vier Wände leisten können. Also, so ist es auch bei Unternehmen. Der nächste Standort wird dann vielleicht doch nicht gebaut, weil der Preis für Geld, sprich die Zinsen, sich also bei der Bank Geld zu leihen, so stark angestiegen ist, dass auch Unternehmen sagen, ah, Investitionstätigkeit fahren wir derweil erstmal zurück, ist uns doch zu teuer. Wichtiger Punkt jetzt, je schwächer der Außenwert einer Währung, kompliziert ausgedrückt bedeutet einfach nur der Währungskurs, je schwächer also der Euro, in unserem Fall Euro-Dollar als Beispiel, wir waren bei 1,25, wenn wir jetzt wieder auf 1,10 fallen, desto billiger wären die Exportgüter der EU. Zuglokomotive der EU ist die Bundesrepublik Deutschland, wir sind oder waren Exportweltmeister, das bedeutet schwacher Euro, mehr unserer ausländischen Kunden kaufen unsere deutschen Made in Germany Top-Exportgüter, das heißt stärkere Exporttätigkeit, das heißt Wirtschaftswachstum. In Stuttgart müssen wieder Nachtschichten einlegen, weil so viele Autos mit dem Pferdchen vorne auf der Haube verkauft werden. Best-Case-Szenario. Bedeutet allerdings auch, dass eine schwache Währung dazu führt, dass die importierten Güter teurer werden. Das ist dann eine höhere Inflationsgefahr. Wir importieren uns quasi Inflation. Gesehen an, jüngsten Beispiel, UK, also Großbritannien und den Brexit. Da ist die Bank of England hingegangen und hat schon mal vorsorglich nach dem Brexit die Zinsen gesenkt. Das führte zu einer Abwertung des Pfund. Und da wir auf einer Insel uns befinden, müssen da recht viele Güter importiert werden. Es war also importierte Inflation. Aha, sehr wichtig. Hier bitte merken, das wichtigste Instrument einer Zentralbank ist der sogenannte Leitzins. Der Leitzins ist genau der Zins, also der Preis für Geld, bei dem sich Geschäftsbanken Liquidität, also Geld, bei ihrer jeweiligen Zentralbank abrufen können. Anstieg der Zinsen und Inflation. Steigende Zinsen bei festverzinslichen Anlagen. Aha. Verschärfen den Wettbewerb um Aktien unter Asset-Allokationsgesichtspunkten. Völlig logisch. Wir haben eine Dividendenrendite auf unser Aktienportfolio und unter Umständen führen steigende Zinsen in festverzinslichen Anlagen jetzt dazu, dass wir Konkurrenz bekommen. Wir sagen, hey, warum soll ich hochvolatile und aber auch ungewisse Aktienrenditen mir einloggen, wenn ich für etwas weniger, vielleicht gleich, in einem unglaublichen Fall sogar höheren Zinssatz, mir vermeintlich ohne Ausfallrisiko festverzinsliche Anlagen in mein Portfolio kaufen kann. Wir haben also eine Konkurrenz um das knappe Wirtschaftsgut Geld in den Anlageklassen. Ja? Je höher die Zinsen, auch festverzinsliche, je mehr Druck auf die Aktien, weil der eine oder andere eine Asset Rotation macht. Raus aus Aktien, rein in festverzinsliche. Aber steigende Zinsen bedeuten auch, sie erhöhen die Kapitalkosten für Unternehmen. Eben kurz avisiert in meinem Beispiel, ein weiterer Produktionsstandort für einen großen Produzenten in Deutschland wird vielleicht nicht aufgemacht, weil die Zinsen angehoben werden. Das ist natürlich global das Phänomen, nicht nur in Deutschland. Steigende Inflation auf der anderen Seite bedingt oder könnte bedingen ein Anstieg der Löhne und aber auch der Produktionskosten. Darüber hatten wir gestern in einem Lehrvideo gesprochen. Das hat das Potenzial, dass Unternehmensgewinne unter Umständen belastet werden, wenn es diese Unternehmen nicht schaffen, die gestiegenen Lohnkosten und Produktionskosten an den Endkunden weitergeben zu können. Für den Endkunden sieht es so oder so schlecht aus in diesem Szenario. Aber Inflation und höhere Raten sind zwei getrennte Themen. Das ist sehr, sehr wichtig. Steigende Raten können durch steigende Inflation verursacht werden, aber die beiden schließen sich nicht gegenseitig aus.
Doch das Ende eines steigenden Zinsumfelds fiel historisch mit einigen doch recht signifikanten Höchstständen an der Börse zusammen. Schauen wir uns das an. Wie ist der Stand heute? Am Beispiel 10-Jahres-Renditen. Wir haben seit und im Tief in den 10-Jahres-Renditen Juli 2016 plus 1,6% zugelegt. Das können wir hier sehen. Das ist diese Bewegung. 0,01% nennt man auch einen Basispunkt, auf Englisch Basis Point, abgekürzt BPS. 160 Basispunkte sind also 1,6%. Wie sieht es jetzt aus? Steigendes Zinsumfeld versus dem S&P 500. In der Betrachtung von 1962 bis heute, in denen die 10-Jahres-Renditen amerikanischer Staatsanleihen um mindestens 1% angestiegen sind. Wir schauen uns also seit 1962 jedes Jahr an und stellen fest oder markieren, wie oft sind die 10-Jährigen um mindestens 100 Basispunkte angestiegen. Und wir sehen, das war 17 Mal der Fall. 17 Mal der Fall in diesem Zeitraum. Okay, wir sehen also, von März 67 bis November 70 hatten wir einen Anstieg von mindestens 1% in den 10-Jährigen oder beziehungsweise im Zinsumfeld und die Aktien hatten um knapp 2% abgegeben. Hier haben wir ein weiteres Szenario, Jahre 71, eigentlich unchanged. Oh, ich habe eigentlich gesagt, im Grunde unchanged minus 0,2. Und hier unten November 89 bis April 90 minus 1,2%. Das heißt, im Mittelwert, innerhalb von diesen 17 Szenarien, wo die Zinsen angestiegen waren, hatte der S&P 500 immer noch plus 22% performt. Ich wollte schon abgegeben sagen, performt. Ergo, Aktien halten sich historisch recht gut in einem steigenden Zinsumfeld. Das behalten wir uns im Hinterkopf. Einfluss der Zinsen auf den S&P 500. Jetzt hat der Bank of America Merrill Lynch die Tage Folgendes herausgearbeitet. Jeder halbe Prozent Anstieg der normalisierten realen risikofreien Zinssatzes, des normalisierten realen risikofreien Zinssatzes, reduziert den Fair Value des S&P 500 um ca. 6-8%. Wir nennen es auf Englisch die Normalized Real Risk-Free Rate und das ist das Jahr 2018 und die Quantstrategisten haben von Bank of America Merrill Lynch eben herausgearbeitet, wenn diese Real Risk-Free Normalized Rate ansteigt, dass das Druck auf den Fair Value des S&P 500 ausübt. Okay, Anstieg der Zinsen und Inflation. Wie eben avisiert, das Ende eines steigenden Zinsumfeldes fiel historisch mit einigen doch recht signifikanten Höchstständen an der Börse zusammen. Beispiel 87, 10-Jahres-Renditen gegen den Russell 2000. Für den waren nämlich Gott sei Dank genügend historische Daten vorhanden. Wir sahen hier einen Anstieg in der Rendite von 3,22% und einen fast 40-prozentigen Abfall im Aktienindex. Sehen wir also, wie die Rendite angestiegen ist, das ist die blaue Linie, und dann sind irgendwann die Aktien runtergekommen. Aber richtig. Das ist auch irgendwo logisch, wegen den Grundzügen, die wir eingangs zusammen durchgegangen sind. Irgendwann wird das Wirtschaftsgutgeld einfach so teuer, dass sich Unternehmen und Konsumenten nicht mehr weiter verschulden wollen oder auch können. Nächstes Beispiel, welches wir uns gemeinsam ansehen möchten, ist das Jahr 1990. Hier Anstieg von 1,35 und ein 30-prozentiger Abfall in den Aktien. Hier 1,35 und hier minus 30%. Das ist quasi, als wenn der Rentenmarkt den Aktienmarkt abwürgen würde, ab einem gewissen Preisniveau, als ein Puzzleteil für die Szenarien, die dann zu einem Aktienabverkauf führen können. Jahr 2000 darf natürlich nicht fehlen. Wir hatten einen Anstieg von 263 Basispunkten in der Rendite und dann einen Abverkauf von über 46% in den Aktien. Irgendwann regelt der Renditemarkt den Aktienmarkt ab. Sehr, sehr interessant, denn Aktien sind ja auch ein Sachwertinvestment und sollen laut Theorie gegen steigende Inflation schützen. Daher meine Frage, wie haben US-Aktien historisch denn bei steigender Inflation performt? Und jetzt wird es sehr, sehr interessant.
Aktieninvestoren dürfen nämlich steigende Inflation eher beunruhigen als rein steigende Zinsen. Warum? Wir haben uns 28 bis 2017 angesehen und dabei kam raus, lag die Inflation in jeglichem Jahr unter 3%, dann lag der Medianrendite, also die Performance im Median vom S&P 500, bei ca. 16%. Lag aber die Inflation in einem jeweiligen Jahr über 3%, sank die durchschnittliche Rendite auf ungefähr 6,5%. Anders betrachtet, ansteigende Inflation. Lag die Inflation im Jahr X unter dem vorherigen Jahr, so hatten wir eine Medianrendite im S&P 500 von immer noch ungefähr 18,3%. Aber lag die Inflation höher als im vorherigen Jahr, sank diese Rendite auf ungefähr plus 5,6% im Median. US-Inflation liegt im Moment bei 2,1%, also immer noch unter dem historischen Mittelwert der letzten 90 Jahre. Wie ist jetzt das derzeitige Bild insgesamt? Heute 10-Jahres-Rendite. Wir erinnern uns, hatten wir uns eben angesehen, wir sind vom Juli 2016 um 160 Basispunkte auf derweil roundabout 2,90. Goldman Sachs hat gestern veröffentlicht, dass sie ihr 10-Jahres-Renditeziel in Amerika von 3% auf 3,25 erhöhen. Der Markt, das Marktgespräch ist sehr, sehr darauf fokussiert, was passiert mit den Aktien, wenn die 10-Jahres-Rendite 3% bricht, beziehungsweise sogar Richtung 3,25 geht. Erinnern wir uns daran, es gibt dann einen Konkurrenzkampf zwischen festverzinslichen Anleihen für das Wirtschaftsgut Geld mit dem Aktienmarkt. Es kann zur Asset Rotation kommen. Der Höchststand der Aktien, Entschuldigung, der Höchststand der Rendite in den USA war übrigens seit 1981, war 1981 bei 15,8%. Dann kam ja damals Volcker als Fed Chairman und hatte angefangen, dagegen anzugehen. 15,8%. Davon sind wir weit, weit entfernt und wir sind in einem Bullmarkt in den Festverzinslichen. Warum? Weil wenn Festverzinsliche im Kurs steigen, fallen die Renditen. Wer das nicht weiß, bitte einfach mal Anleihen Barwert googeln und sich die entsprechende mathematische Formel anschauen. Beziehungsweise ich hatte sie in einem der Vorträge auch mal gezeigt. Ich glaube, da ging es darum, was ist eigentlich der Bund Swap Spread? In diesem Vortrag bin ich darauf eingegangen. Inflationserwartungen werden gemessen von den Vollprofis als auch den Zentralbankköpfen am sogenannten 5-Jahres-5-Jahres-Vorwärts-Inflationserwartungs-Swap-Rate. Das darf man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt also ein Finanzmarktinstrument, wo Vollprofis miteinander über Ankauf und Verkauf, Angebot und Nachfrage den Inflationssatz, den erwarteten, festlegen in einem freien Markt. Und zwar, wie hoch ist die Inflation in 5 Jahre beginnend für dann weitere 5 Jahre? Also wir machen es mal kurz im Kopf. Wir haben jetzt das Jahr 2018. Wir handeln also mit Hunderten von Millionen von Dollars heute die Erwartungshaltung, wo 2023 bis 2028 in diesem Zeitfenster die Inflation sein wird. Wenn Sie jetzt das zum ersten Mal hören und sagen, was für ein Schwachsinn, dann sage ich Ihnen, willkommen in der Hochfinanz. Hunderte von Millionen von Dollars werden da jeden Tag von rechts nach links geballert in diesem Markt. Wichtig, die Zentralbanken schauen darauf. Draghi auf den europäischen und Fed Powell auf den amerikanischen. Und hier sehen wir ganz klar, dass die Inflationserwartungen ansteigen. Das sind die Erwartungen. Nochmal ganz allgemein gesprochen, Finanzmärkte existieren, um ein zukünftiges Szenario, welches in 6 bis 18 Monaten im Schnitt eintreffen darf, kann, soll, wird, heute. Das heißt, ich wette heute auf ein Szenario, welches für mich die höchste Wahrscheinlichkeit hat, einzutreten in der Zukunft. Das sind Märkte heute und wir können natürlich auch so etwas wie 5-Year-5-Year Forward Inflation Expectation Rate handeln. Unglaublich. Das Bild von heute einmal anders ausgedrückt. Wir sehen in Magenta die Inflationserwartungen. Aha, wie eben gesehen, steigen die derweil an. Schwarz sehen wir die jetzige US-10-jährige Rendite, die auch weiter ansteigt. Und in Rot den tatsächlichen Inflationsindex aus den USA,
der ebenfalls ansteigt. Die Zentralbanker sind also ganz happy und sagen, hey, wir haben Inflationserwartungen und Inflation, die ansteigt, endlich mal in Richtung 2% unseres Ziels. Gestern Nacht kam Japan, der Verbraucherpreisindex, und selbst der stieg marginal an. Das heißt also, im Moment haben wir ein Szenario, wir haben jetzt Februar 2018, in dem westliche Zentralbanken, andersrum gesagt, der Markt erwartet von westlichen Zentralbanken, dass sie ihre expansive Geldmarktpolitik anfangen einzudämpfen. Sowohl die Fed, natürlich, die befinden sich ja schon in einem Zinsanstiegszyklus, aber auch die EZB und sogar ein Marktgespräch, dass die Bank of Japan dies tun könnte, wollte, dürfte, würde. Das sehe ich anders, ist aber wurscht, denn da sage ich immer sehr gerne, ich darf das traden und investieren, was ich sehe. Ja, ich muss eine Meinung haben, aber meine Meinung darf nicht dazu führen, dass ich zu starke Verluste generiere. Mein Job besteht darin, Geld zu verdienen und nicht Geld zu verbrennen, nur weil ich ein Ego habe. Ein Ego hat im Trading nichts zu suchen. Ich darf mir aber natürlich intelligente Gedanken machen, weil Geld verdient wird mit dem, was zwischen den Ohren ist, unserem Gehirn und nicht irgendeinem Algo. Vor allen Dingen bei dem, was wir hier betreiben, Makro-Trading. Okay, auf dem Radar. Welche zukünftigen Opportunitäten haben wir nun auf dem Radar und können sich durch das jetzige Bild ableiten und unter Umständen entwickeln? Und wie kann ich damit Geld verdienen? Recht simpel. Also, der Markt erwartet derweil, dass wir bis Dezember 2018 in den USA durch die Fed ein 2%iges Fed Funds Rate haben. Also die Zinsen im kurzen Ende auf 2% angehoben werden. Das ist um 25 bis 30 Basispunkte höher als noch vor 3 Monaten. Das wird hier sehr gut gezeigt. Das heißt also, die Fed, um Inflation zu dämpfen, um dagegen anzugehen, dass unter Umständen sich die Volkswirtschaft erhitzt bzw. überhitzt, fängt an, die Zinsen zu erhöhen. Parallel dazu haben sie angefangen, ihre Bilanzsumme zu verkürzen bzw. nicht weiter Rückläufer zu reinvestieren. Das ist also ein Double Whammy. Auf der einen Seite gehen sie vom Gas, das ist also Reduktion Bilanzsumme, und auf der anderen Seite treten sie auf die Bremse, das ist also Zinserhöhung. Das hat aber natürlich unter Umständen Folgen. Dazu folgende Slide. Regierungen und Unternehmen im Ausland, wir nennen das Non-Banks, haben sich mit auf Deutsch 11 Billionen US-Dollar verschuldet. Das sind US-Dollar-Schulden. Der letzte Zinserhöhungszyklus der Fed war im Jahr 2004. Und damals haben Schwellenländer gut auf die Mütze bekommen, nachdem eben der Preis für Geld, in dem Falle US-Dollar als Geld, teurer gemacht wurde. Und diese Verschuldung seit 2004 von ausländischen Non-Banks, also Unternehmen und Regierungen, ist um 60% höher als damals. Das ist signifikant und logischerweise kann das dazu führen, weil eben nicht alle dieser Kredite gehedged sind, also abgesichert sind, dass teilweise Zinszahlungen teurer werden. Jetzt kommt es dann auf den Schuldner an, wie gut er das verkraften kann, höhere Zinsausgaben in seinem jeweiligen Budget. Deswegen haben wir Schwellenländer auf dem Radar. Jetzt wird der fortgeschrittene Investor und Trader sagen, ja, aber Jay, wir wissen doch, dass die Schwellenländer viel besser aufgestellt sind und haben viel höhere Hard Currency Reserves. Alles richtig, Mr. Profi. Dennoch möchten wir in diesem Szenario darauf achten, wer ist denn der Schwache in dieser Kette? Da gilt es eben, die Arbeit jetzt reinzustecken, rauszufinden, wer hat sehr, sehr hohe Dollarschulden und wer ist in einer nicht so guten lokalen Lage, um diese zu bedienen. Ich gebe mal ein Extrembeispiel, Venezuela, aber der Trade ist ja schon längst gelaufen. Aber nur, um euch die Richtung anzugeben, in die ihr euer Gehirn anstrengen dürft, da liegen Opportunitäten. Andere Baustelle: der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Hypotheken in den USA ist auf einem 4-Jahres-Hoch. Logisch. Genau das nennen wir die Parallelverschiebung der Zinskurve. Die atmet und Dreh- und Angelpunkt sind die 10 Jahre, deshalb schaut der Markt so viel auf die 10 Jahre. Aber wenn die Zinsen im kurzen Ende erhöht werden, trotz Dreh- und Angelpunkt kann es zu Parallelverschiebungen kommen und das bedeutet, das lange Ende zieht ebenfalls an und hier haben wir immer
in Amerika ein Auge auf die Hypotheken, weil in den USA sehr häufig auch langjährige Hypotheken eingeloggt werden. Und wir sehen hier, dass die auf 4,4 angestiegen sind. Das ist signifikant. Logischerweise wird der Häuserkauf unerschwinglicher bzw. teurer. Und logischerweise kann dies zu einem Abschwung in Häuserpreisen führen. Und logischerweise möchten wir dann zum Beispiel den ETF für Häuslebauer auf dem Radar haben. XHB. Zur Erinnerung, wenn du den als Euro-Investor kaufst, hast du nachher eine Dollar-Position, die würde ich raushatchen. Okay, wir haben also gesehen, Schwellenländer, das schwachste Glied der Kette, da können wir unter Umständen eingreifen. Und Häuslebauer ist immer eine interessante Baustelle in Amerika. Immer. Last but not least, am Ende eines Wirtschaftszykluses. Und wer neu ist auf diesem YouTube-Kanal oder in dem Verteiler, auf jeden Fall das Video schauen, der Wirtschaftszyklus und die Zinskurve. Das ist ein heiliger Gral, wie Asset Rotation funktioniert und gibt dir einen Kompass an, wann du wo, wie long und short sein darfst. Rohstoffe sind wir long am Ende eines Wirtschaftszykluses. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen CTAs kennt. Das sind die sogenannten Commodity Trade Advisors, Commodity Trading Advisors. Das sind quasi Manager für Futures und Options, hauptsächlich in Rohstoffen ist aber Quatsch. CTAs handeln alles, was halt im Derivatemarkt gehandelt wird. Muss man für ausgebildet sein, eigene Lizenz haben. Was jetzt aber interessant ist, wenn ich ein Investmentportfolio fahre, was heavy ist auf Aktien, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant zu wissen und zu sehen, dass in der letzten Aktienkrise im Abverkauf der CTA-Index von meinem ehemaligen Arbeitgeber outperformed hat. Das kann also eine sehr gute Beimischung sein. Das kann in einem Aktienverkauf ein sogenannter Outright Long sein, also dass wir einen Trade eingehen und CTAs kaufen. Und oder es kann ein Absicherungsgeschäft oder eine Beimischung sein für unser Portfolio. Also drei verschiedene Ideen, für die es gilt, tiefer in die Analyse einzusteigen. Was haben wir gelernt in diesem Video? Wir haben eine Einführung erhalten in das Thema Inflation, Inflationserwartungen und Zinsanstiege und deren Einfluss auf Aktien. Also die Inflation hat einen negativeren Einfluss als der reine Zinsanstieg bei Aktien. Wir haben aber gesehen, dass ab einem gewissen absoluten Zinsniveau die Aktien in die Knie gegangen sind. Historisch haben wir uns da drei extreme Beispiele angesehen. Am Ende von dem Video haben wir uns drei mögliche Trade-Opportunitäten angeschaut bzw. angerissen. Das ist einmal das schwächste Glied bei demjenigen global, der die hohen Dollarschulden hat und für den erhöhte Zinszahlungen zu einem Problem werden können, / werden. Dann der Bauunternehmer ETF in den Vereinigten Staaten von Amerika, XHB. Denn sollte es zu weniger Nachfrage nach Häusern kommen, und da können wir uns eben die 30-jährigen Zinssätze für Hypotheken auf dem Radar haben, dann kann das etwas sein, was in die Knie gehen kann oder wird. Und last but not least, entweder als Outright Trade, als Absicherung oder Diversifizierung, Research betreiben in die sogenannten CTAs. Wen kann, mag, darf, will ich mir da vielleicht kaufen? Entweder, wie gesagt, zur Absicherung oder zur Diversifizierung meines Portfolios. Wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben und sagen, hey, ich möchte auch solche Zusammenhänge erkennen, dann empfehle ich Ihnen den professionellen Prozess des Investieren-Tradings bei uns zu erlernen. Wir fangen im Forex-Markt an. Warum? Weil das Makroökonomie ist. Makroökonomie bedeutet, das sind langfristige Trends und der Forex-Markt ist eine Cash-Maschine. Wöchentlich können wir damit unser Geld verdienen, neben den Assets, also Aktiven, die wir langfristig im Portfolio halten für unsere Rente und den Aktiven, die wir als passives Einkommen generieren, zum Beispiel Wohnungen. Besteht aus einem Pre-Course, ein neunstündiges Video für das Basiswissen, dann 3 Tage in Seeheim und Lufthansa Ausbildungszentrum, Wahnsinn. Super gute Feedbacks bekommen bisher auf diese 3 Tage. Wir machen das jetzt schon eine Weile. Unglaublich interessant. Mittlerweile schon 60 Stunden Lehrmaterial aufgenommen. Also wir wollen beim einen oder anderen, haben Sie was vom COT Report gehört, machen wir. Optionen machen wir. Wirtschaftsindikatoren machen wir. Volume Profile Trading machen wir. Volume Trading machen wir. Holistisch allerdings ist dieser Prozess. Warum?
Ohne Psychologie wird es nicht funktionieren. Deshalb ist inkludiert ein achtwöchiger Achtsamkurs zur Entwicklung des Traininggehirns. Dann wird die Ausbildung logisch aufbauend in fünf Schritten vom Absolventen durchlaufen. Ja? Jeder Schritt baut logisch aufeinander auf. Zusätzlich den Zugang zum Online-Members-Bereich mit Markteinschätzung, Trade-Reviews, Videos wie das, was ich gestern gebaut habe und geschickt habe. Und on top machen wir alle 2, 3 Wochen ein Live-Webinar, indem wir Ausbildungen vertiefen, erweitern. Ich habe über 22 Jahre Erfahrung. Mir geht der Stoff in den nächsten Jahren nicht aus. Also, 9 Plätze haben wir noch für das April-Seminar. Die buchen sich regelmäßig aus. Jedes Seminar war bisher ausgebucht, was mich sehr freut. Vor allen Dingen freut es mich aber, dass die Seminare immer effektiver geworden sind, so dass sie am Ende der 3 Tage mit ihrem kompletten Investmentprozess, Tradingprozess rauslaufen und den anfangen umzusetzen. Pareto-Prinzip. Ich habe es auf die 20% mittlerweile beschränkt des institutionellen Prozesses, die für 80% des Resultates verantwortlich sind, so damit es nach den 3 Tagen nicht zu diesem Loch kommt, dass jemand sagt, um Gottes Willen, jetzt habe ich 60 Stunden Lehrmaterial, ich weiß gar nicht, was ich machen kann, muss, darf. Nein, es ist ein klarer Fahrplan, den Sie umsetzen. Also, nächstes Seminar, 28. bis 30. April. Für den, der es noch nicht getan hat, erstens sage ich, YouTube-Kanal ansehen bzw. abonnieren, massiv viel Mehrwert, den ich umsonst dort rausgegeben habe. Zweitens, Insider-Infos abonnieren, also auf meine Webseite gehen und anstatt Newsletter habe ich das Biest leider Insider-Infos genannt, war vielleicht ein bisschen blöd, okay, egal. Auf die Liste draufsetzen, ich schicke im Grunde nur solche Sachen wie dieses Video jetzt raus. Vor 2 Wochen habe ich einen Portfolio-Manager interviewt. Das hat sehr, sehr gute Reviews bekommen. Danke für diese Reviews übrigens. Aber ab und zu mache ich auch kleine Sachen, wenn ich vor allen Dingen mit meinem besten Freund irgendwo on the road bin, Sylt oder Kitzbühel oder sonst irgendwo. Dann machen wir kleine 5-6 Minuten Videos. Das ist ja das Tolle an diesem Beruf. Ich bin nicht ortsgebunden. Allerdings sage ich auch in aller Fairness, ich sitze hier vor 8 Bildschirmen, das ist der Arbeitsplatz und ich handle und investiere am besten, wenn ich hier im Office sitze. Ja? Also diese Traumtänzerei, dass ich mit dem Laptop am Strand sitze, das ist Quatsch. Sondern das ist harte und lange Arbeit. Aber einen institutionellen, holistischen Prozess inklusive Money Management, Psychologie aufbauend auf fundamentalen Intermarket-Analysen, Sentiment-Analyse und der korrekten technischen Analyse, das bekommen Sie mit im April-Seminar vom 28. bis 30. Jetzt haben wir 32 Minuten geredet. Ich hoffe, es war ein Mehrwert. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wie ich immer zu den Tradern sage, trade smart, live free. Ich freue mich aufs nächste Video und noch mehr, falls wir uns persönlich kennenlernen im April. Bis dann, bye bye.